Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute kümmern wir uns um den zweiten in unserer Serie der Talisker Whiskys, und zwar um den Talisker Storm. Also eins kann ich mal sagen, der Nachgeschmack, der Finish von Talisker ist lang. Und desto mehr man probiert von ihm, desto länger ist er. Das kann ich jetzt schon mal vorgreifen. Heißt, wenn man Talisker mit mehreren anderen Whiskys zusammenprobiert, bitte immer nach hinten. Ja, voll nach hinten. Ist sonst so. Bei whisky.de im Shopsystem liegt der Talisker Storm bei 35,90 Euro bei 45,8 Volumenprozenten, wie alle Talisker, die nicht in High Proof oder Fassstärke abgefüllt sind, wo ich im Moment, glaube ich, keinen von kenne. Der Talisker Storm kam später als der normale 10-Jährige aus den Classic Malts of Scotland. Und zwar, weil die einfach so viel verkauft haben, dass sie gesagt haben, jetzt brauchen wir da nicht nur eine einzige Flasche mit 10 Jahren Alter, sondern haben einfach ihre Range verbreitert innerhalb Talisker. Und da ist auch der Storm dann mit dabei und soll, wie der Name schon sagt, einfach die raue See, den wilden Antritt und ja, all diese wilden, starken Aromen, die sich auf den inneren Hybriden an der Westküste Schottlands so zeigen, sollen sie charakterisieren. Ja. Interessant an der Stelle ist, dass wir hier einen Whisky haben, der keine Altersangabe zeigt und teurer ist als unser Dauertiefpreis. Der Talisker 10 mit 33,99 Euro liegt daran, dass von dem Storm noch nicht die großen Stückzahlen verkauft werden wie von dem Talisker 10, der ja seit 1989 bei den Classic Malts of Scotland mit dabei ist. Und der Storm ist jetzt wie viele Jahre am Markt? 8 Jahre, 10 Jahre, irgendwo länger nicht. Mhm. Und der muss halt erstmal ein bisschen aufbauen, bevor die Stückzahlen laufen. Und ja, daran liegt es, und ja, ich glaube, jetzt sollten wir das schon mal einschenken. Ne? Ja, ich kann noch mal ein bisschen, du kriegst mal die Flasche, ich kann mal die Verpackung noch ein bisschen zeigen. Ist schön gemacht hier. Die Flasche ist auch so gemacht, dass wenn man die Flaschen nebeneinander stellt, kann man so ein Bild draus machen. Und jetzt ist die Flasche auch so ein Stückchen hier mit Nachhaltigkeit gemacht. Ich hatte auch in letzter Zeit, ich glaube, es war Anfang dieser Woche, also von uns aus gesehen diese Woche, nicht von wann es ausgestrahlt wird, gab es die Nachricht von Diageo will eine Glasfabrik erstellen, wo sie nachhaltig Glas herstellen mit 90% weniger Energieverbrauch und 100% CO2 und ne, Geschichten. Wäre dann auch hier betroffen, dass die auch nachhaltiges Glas bekommen würden, dann in hoffentlich 2027. Ja, Onshoring. Ja, finde ich auch toll, wenn man jetzt nicht das Glas um die halbe Welt karrt. Das macht auch nicht so viel Sinn, wenn man es gleich in Schottland herstellen könnte. Ja. Jo, der ist schon anders als der 10-Jährige. Und zwar ist der erste Eindruck ist frisch. Während der 10-Jährige so diese wilde Reife zeigt, ist der frisch, und dann kommt auch gleich der Rauch. So irgendwo 20, 25, 30 ppm. Kann ich schwer sagen, wie viel das ist, weil das habe ich schon einmal probiert. Und jetzt gewöhne ich mich langsam an den Rauch, dass ich nicht so richtig sagen kann, wie viel das sind. Es gibt eine leichte maritime Note mit dabei. Und das ist im Prinzip nicht ganz so komplex im Antritt wie der Talisker 10 Jahre. Mhm. Ja. Ja, also ich finde ihn auch wahnsinnig schön. Also er hat wieder schön Rauch, wieder Würzigkeit drin. Ich finde ihn aber, man merkt definitiv Talisker. Ich finde ihn, er hat nur Nuancenunterschied zum 10er. Also im Geruch finde ich ihn auch schön rauchig, schön würzig. So ein bisschen Süße mit dabei. Vielleicht ein bisschen weniger maritime Note, aber auch schon vorhanden. Hm. Ja, also schöne Geschichte. Ja, cheers. Cheers. Chili Catch, aber wie? Mhm. Aber so richtig rein, und zwar deutlich massiver als beim Talisker 10 Jahre, und gleichzeitig eine Süße. Man hat so richtig Süße im Mund. Diese Beeren spiegeln sich wieder. Der Rauch ist da, kleidet den Mundraum aus. Würzigkeit im Abgang. Und ich würde sagen, also dieser Chili Catch ist intensiver, massiver als beim 10-Jährigen.
Und das spricht dafür, dass dieser Chili Catch jetzt nicht aus der Würze der Fässer stammt, sondern aus dem Brennereicharakter heraus, aus dem Destillationsprozess heraus, weil er halt jetzt hier ohne Altersangabe stärker ist als beim 10-Jährigen ohne. Oh, ja, also boah. Bei dem hier, also wirklich definitiv Storm, haben sie, man merkt, er ist ein bisschen jünger. Er hat viel mehr Destilleriecharakter, schön mehr Würzigkeit. Rauch kommt von mir aus gesehen im Geschmack ein bisschen mehr sogar rüber. Diesmal im ersten war es ein bisschen anders im englischen Take. Und er ist bedeutend rougher und da würde ich auch sagen Chili Catch. Ich finde es echt schön gemacht für einen No-Age-Statement-Whisky. Es gibt ja immer so ein bisschen die No-Age-Statement-Whiskys, die dann so, oh, schmeckt ein bisschen jung und so. Der hier, ich finde nicht, dass er irgendwo eine Jugend hat. Man merkt, der andere ist ein bisschen komplexer, der 10er. Der ist ein bisschen mehr rough und ungestüm, aber er hat schon das Alter, wo du einfach sagst, nee, da ist keine Jugend mehr drin. Aber wirklich, boah, schreit Talisca und es ist auch dieser Nachgeschmack. Ich habe ihn jetzt schon runtergeschluckt und auch eine ganze Menge geredet, durchgeatmet durch den Mund und er ist immer noch kräftig da und er hält. Also, Storm macht seinen Namen alle Ehre. Ja, ich weiß nicht, ob du es gerade nochmal auf Deutsch auch nochmal gesagt hast, aber wenn man irgendwo eine Tasting-Reihenfolge macht, Talisca ist so ganz hinten. Weil wenn man, Talisca ist halt, du schmeckst halt dann irgendwie fast nur Talisca. Alles hat irgendwo so ein bisschen Talisca an sich dann. Ja. Also, Mods-Ding, gute Ergänzung zum normalen. Für die, die sagen, hoch, der ist ja gar nicht so chili, wie man immer hört. Ne? Dann bitte Storm, dann ist er richtig. Ne? Der hat kräftig die Würzigkeit. Wer da auf den Geschmack gekommen ist, wer gerne einen rauchig würzigen mit Chili Catch mag, der schaut bei whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es die Flasche für 35,90 € zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.